stellen wir euch den Casco Gams vor. Das ist das Schweizer Taschenmesser der Helme. Schweizer Taschenmesser, weil, guckt euch einfach mal an, der erfüllt quasi 1, 2, 3, 4 Kategorien, 4 Normen. Das ist einmal hier Skifahren, Radfahren, Bergsteigen und Wassersport. Zusätzlich ist der Helm noch mit so einem Rekoreflektor ausgestattet. Schauen wir uns das aber einfach alles mal an, den Helm. Genau, wer alles kann, kann vielleicht auch nichts. Also, so sieht das gute Ding erstmal aus. Sieht jetzt nach Helm aus, nichts Besonderes. Gefühlt teilweise sogar nach Stahlhelm. Genau. Also, was habt ihr zusätzlich hier integriert? Das ist quasi so ein Gummizug. Da könntet ihr zum Beispiel eine Frontlampe dran machen. Ihr habt hinten nochmal einen Zug. Da könnte man zum Beispiel eine Brille dran montieren, wenn man das wollte. Was ist Thema Schutz? Na, ihr habt, es geht an der Schläfe weiter nach unten und es geht am Hinterkopf weiter nach unten. Ihr habt das Rego-System, dass ihr quasi in Lawinensituationen auffindbar seid. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Kommen wir zum Thema Komfort. Was auf jeden Fall sehr gut ist, ist hier dieses Netz. Das ist dieses Casco-Fit. Das heißt, dass ihr da den Helm ja quasi nicht oben anschließt, sondern an diesem Netz. Das hat den Vorteil A, dass es sich individuell anpasst und zusätzlich noch eine zusätzliche Belüftung habt. Also einfach Platz, dass Luftstrom oben entlang geht. Des Weiteren habt ihr hier Einstellung der Weite. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Helm auch an der Höhe zu verstellen, also das hintere Teil an der Höhe zu verstellen. Hat einfach den Vorteil, dass man zum Beispiel, wenn man lange Haare hat, Zopf tragen kann und den hier durchstecken kann. Aber auch das Tragegefühl an sich ist hier einfach nochmal angenehmer. Genau, und der Helm hat einen typischen Kaskoverschluss. Das ist quasi hier so, sich einklipst und hier dann wieder geöffnet werden kann. Kommen wir einfach zu einzelnen Kategorien. Nehmen wir zum Beispiel Thema Bergsport. Der Helm wiegt 450 Gramm. Die meisten anderen Helme sind da eher etwas leichter gebaut. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mit dem Fahrrad hinfahren will zum Berg, dann klettern möchte, dann wäre das zum Beispiel eine Option. Dann haben wir das weitere Thema Radfahren. Dafür ist einfach die Belüftung zu gering. Auch das Gewicht ist dann wieder relativ hoch, wenn ich längere Touren fahren möchte. Wenn ich 2 Kilometer zur Arbeit fahre, why not? Dann ist es vollkommen in Ordnung. Thema Ski, dann habe ich wiederum ein klar geringeres Gewicht als die meisten Skihelme, aber auch natürlich weniger Isolation. Ich habe hier kann auch die Lüftung nicht irgendwie regulieren. Die meisten Skihelme gehen dann noch Mühe sogar noch weiter nach unten und haben dann hier an den Ohren auch noch mal gewisse Abdeckung, dass es dann einfach nicht kalt wird bei Minusgraden. Thema Wassersport, da haben wir gar keine Helme bisher im Angebot. Vielleicht können wir hier jetzt keine Aussage treffen. Unsere Erfahrung ist, wer fragt quasi diese Helme nach? Das sind häufig Rettungsdienste, die halt in verschiedenen Konstellationen unterwegs sind und da zum Beispiel in Berge müssen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, da ihre Übungen durchführen. Das ist quasi so eine Kundschaft, die so einen Helm häufig sich erwirbt. THW als konkretes Beispiel genannt. Der Helm kostet 130 Euro, kommt in 3 Farben, schwarz, grau und orange, kommt in 3 Größen, S, M und L. Also, wenn ich nur eine Disziplin durchführen möchte, dann würden wir den Helm nicht empfehlen. Aber wenn ich quasi mehrere Disziplinen mit einem Helm gern abdecken möchte, dann ist das auf jeden Fall eine Option und der Preis dafür mit 130 Euro ist durchaus erschwinglich. Gut, das war's von uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach drunter. Im Zweifel könnt ihr natürlich auch ein Like oder ein Abonnement hinterlassen. Bis die Tage. Ciao, ciao, ciao.